Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute wird es mal wieder richtig, richtig bodenständig. Es gibt ein uraltes Rezept aus Berlin. Ich mache den stolzen Heinrich. Der stolze Heinrich ist ein sehr bodenständiges, einfaches Rezept mit sehr, sehr wenig Zutaten. Zurückzuführen auf Heinrich IV., sagt man zumindest. Seid gespannt, es wird sehr bodenständig, es wird maximal einfach und maximal lecker. Ich zeig's euch. Das gesamte Rezept wäre normalerweise etwas säuerlich, das mag ich aber nicht. Deshalb hier meine Version vom stolzen Heinrich in einer etwas deftigeren Version. Was brauche ich? 4 frische Bratwürstchen, wie immer vom Landmetzger Volle meines Vertrauens. Die sind richtig, richtig lecker. Was brauche ich weiter? 3 Zwiebeln, die werden geschält, halbiert und in Ringe geschnitten. Eine Flasche Porter, das ist ein Schwarzbier. Das ist aber ein süßes Schwarzbier. Die normalen anderen Schwarzbiere zeichnen sich dadurch aus, dass sie meistens etwas brenzliger sind durch das Röstaroma, durch das Röstmalz vielmehr. Oder Farbebier ist ja das gleiche. Nur das eine ist flüssig, das andere ist fest. Dieses ist süßlicher und gibt dem Gesamten mehr Charakter. Falls ihr kein Bier verwenden wollt, kein Porterbier bekommt, nehmt eine Flasche Malzbier. Ein Glas Rinderfond, 400 ml. Ich brauche weiterhin Honig, Öl zum Anbraten, Salz, Pfeffer, Kümmel, Pimentkörner, Nelken, ein Wacholder, ein Lorbeerblatt, bisschen Speisestärke zum Andicken und ein paar Zweige glatte Petersilie für die Garnitur. Die genauen Angaben findet ihr wie immer bei mir unten im Rezept als PDF-File zum Ausdrucken. Los geht's! Heute ist es denkbar einfach. Wir nehmen eine Pfanne, da kommt Öl rein. Das sollte schon reichen. Und noch ein bisschen. Das lassen wir heiß werden. So, wenn das Öl einigermaßen heiß ist, kommen die Würstchen rein. Und die lassen wir jetzt bei, sagen, mittlerer Hitze schön braten, bis sie braun sind. So, immer mal wieder umdrehen, damit sie nicht zu schnell zu dunkel werden. Ich möchte ja dunkel haben und aber auch durch haben. Das ganze Gericht steht und fällt natürlich auch mit der Qualität dieser Würstchen. Wenn ihr irgendwas vom Discounter kauft, wo mehr Wasser drin ist und wenig Gewürz, nach nichts schmeckt, wird das gesamte Gericht nichts werden. Nach dem Motto shit in, shit out. Was viele Leute immer noch meinen, wenn ich bei Metzger einkaufen gehe, wie ich zum Beispiel bei Landmetzgerei Volle, wäre es automatisch teurer. Nein, wenn ich rausfahre auf die Länder, ist es sogar vergleichbar teuer wie bei Aldi. Das sollte man eigentlich gar nicht glauben. Aber es fehlen natürlich Lieferketten dazwischen. Und das macht den Preis aus. So, wenn sie so aussehen, wie sie aussehen, kommen sie raus. Gar sind sie noch nicht komplett durch. Das passiert hinterher in der Soße. Also raus damit. Nun kommen die Zwiebeln rein. Und die spitzen wir schön an. Ein bisschen verteilen, jetzt ein bisschen runterdrehen, dass sie nicht anbrennen. Alter Schwede, ist das ein Duft hier. Wahnsinn. So, aufpassen, dass nichts anbrennt. Aber das wisst ihr ja. Das Schöne jetzt bei den Zwiebeln ist natürlich auch, dass ich mit der Feuchtigkeit aus den Zwiebeln den Bratenansatz löse. Und das gibt wieder richtig Wumms in meiner Soße. Das gibt das Herzhafte unter anderem. So gefällt mir das. Der Honig kommt hinzu. So, das sollte reichen. 50, 60 Gramm.
Das gibt nicht nur Geschmack, sondern wir karamellisieren das Ganze. Da bedarf es auch dann zusätzlich kein extra Zucker. Also schön karamellisieren lassen. Hier aber wirklich gut aufpassen, dass es nicht ansetzt bzw. anbrennt. Das geht recht schnell. Mensch Leute, wenn ihr wüsstet, wie das duftet, der Honig darin, einfach nur geil. Alter Schwede. Kochen kann so einfach sein. Bei eins muss natürlich auch klar sein, bei der Temperatur gehen die Enzyme des Honigs kaputt. Hier geht es mir rein nur um den Geschmack des Honigs. Wenn also irgendeiner sagt, für eine Erkältung wäre eine heiße Milch mit Honig gut, das ist Quatsch. Über 37 Grad darf es nicht werden, denn sonst sterben die Enzyme ab. Und hast du nichts, dann hast du nämlich nur Zuckerwasser. Das reicht mir. Ich lösche ab mit meinem Porter. Wenn ihr Porter nicht habt, eingangs gesagt, nehmt ihr Malzbier. Rinder davon kommt hinzu. Die Pimentkörner, Nelken, der Kümmel, eine gute Menge Pfeffer, eine gute Menge Salz, ich nehme erstmal die Hälfte, nach dem Salzen geht immer, mein Lorbeerblatt. Alles gut verrühren. So. Und die Würstchen kommen zurück. Die werden jetzt in der Soße gar gezogen. Dann bleiben sie nämlich innen drin schön saftig. Und gleich geht's weiter. Natürlich reduzieren wir das Ganze noch ein. Ich habe gerade mal probiert, was mir noch fehlt, ist ein kleiner Schuss Essig. Nicht viel, nur ein bisschen. So, mal probieren, wie es jetzt ist. Ja, so ist perfekt. Vielleicht doch noch ein bisschen Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Ja, jetzt gefällt es mir. Jetzt kommen die Würstchen wieder raus. Die sind mir jetzt fertig und ich dicke die Soße an. Das funktioniert nämlich besser, wenn die Würstchen draußen sind. So, portionsweise kommt eine Speisestärke hinzu. Jetzt könnte natürlich einer sagen, mein Gott, wie kann der mit dem Schneebesen drin rumrollen? Ja, aber der ist rund. Das Metall ist rund. Ich glaube, das reicht auch schon an Stärke. Denn ich will ja keine losen Klöße haben oder losen Pudding. Klasse, so gefällt mir das. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Runterdrehen, Würstchen draufsetzen. Und fertig. Das können wir gleich anrichten. So sieht es nun fertig aus. Ich bin ja gespannt, wie es schmeckt. Aussehen tut es nicht schlecht, aber schmecken muss natürlich auch. Jetzt bin ich nun mal gespannt. Erstmal ein Stück Wurst. Komisch, dass ich hier so von links nach rechts anschneide, aber ich stehe hier so blöde.
Ich meine, die Wurst spricht natürlich schon für sich. Das ist Qualität pur. Jetzt mal die Soße mit der Kartoffel und den Zwiebeln. Leute, ein Träumchen. Bisschen Kraut. Oh ja, ich würde sagen, das passt alles gut zusammen. Lecker. Richtig einfach, bodenständig lecker. Kommen wir zum Fazit. Alter Schwede, was soll ich sagen? Ihr habt es gesehen, wenig Zutaten. Richtig wenig Zutaten, aber dafür gute. Alleine die frische Bratwurst war schon ein Gedicht. Natürlich wie meist oder fast immer von der Landmetzgerei Volle aus Olfen. Die Gewürze waren sehr überschaubar. Die weiteren Zutaten für die Soße mit dem Porterbier und dem Rinderfond waren sehr übersichtlich. Mehr braucht es gar nicht. Es muss nicht umfangreich sein. Dazu gab es ganz einfache Salzkartoffeln und Kraut. Das Gesamte war eine richtig, richtig runde Sache. Es ging sehr, sehr schnell, aber darauf kommt es nicht an. Es muss stimmig sein. Es muss lecker sein. Und die Soße, Leute, ich bin ja ein Soßenfetischist, ihr wisst es. Bei mir gibt es immer Berge von Soße. Ich liebe es. Die Kombination mit der richtig guten Bratwurst, den Kartoffeln, der Soße, den Zwiebeln da drin und dem Kraut waren richtig klasse. Natürlich keine Sterneküche, muss es nicht sein, mache ich sowieso nicht. Weil Sterneküche ist Kunst, kein Kochen mehr. Das ist bodenständiges Essen, sowas liebe ich. Und das kann sich auch jeder leisten, selbst am Monatsende. Aber das ist ja nicht alles. Es muss einfach nur lecker sein, es muss gesund sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich. In dem Sinne, euer Christian. Glück auf, bis zum nächsten Mal.